Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir tatsächlich das Finale, oder im vorletzten Part, beziehungsweise die letzten Parts, haben wir das Finale von Tears of the Kingdom aus Versehen gemacht. Wir haben aber noch was zu tun, und zwar Schloss Hyrule. Wie gesagt, es war aus Versehen, dass wir wirklich... Ich erzähl's auch immer noch mal gerne wieder. Ich habe gedacht, man muss in den Untergrund, um zum Schloss zu kommen. Ne? Ich hatte es halt so gedacht. Weil ich dachte, dass der König sich im Schloss versteckt hält. Aber das ist... Weil das Schloss wurde ja angehoben. Und ne, das ist halt meine Erklärung. Warum wurde das Schloss angehoben? Das hat ja dann keine Relevanz, dass das Schloss angehoben werden musste. Ne? Versteht ihr? Das ist halt so ein bisschen... Ne? Aber okay. Ja, Boss Battle war krass. Ich habe in der letzten Folge alles gesagt zum Spiel, glaube ich. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Schloss Hyrule. Ja. Und wir gehen mal direkt hier zu dieser Kiste, ne? Weil... Link! Link! Komm zu mir! Ich warte. Ich warte auf dich. Oh. Ja, wir sind schon da. Okay. Was war das denn? Oh ja, geile Schlossmucke. Tut mir leid, Zelda, aber diesen Bogen muss ich mal liegen lassen. Das habe ich jetzt den richtigen aufgesammelt. Natürlich habe ich nicht den richtigen. So. Wir haben ein paar Crocs zu holen. Das gilt als Tempel dann hier? Weil das sieht irgendwie wild aus. Ah, okay. Die Crocs werden aber zum Glück bleiben die. Gut. Das ist schon mal gut, dass die Crocs so ungefähr bleiben, wie sie sind. Ja. Okay, Zelda wartet auf uns. Dann, was ist denn das? Was ist denn das für eine Mission? Ich weiß es gar nicht. Ach, das schwebende Schloss. Du bist aber nicht Real Zelda, ne? Doch. Vielleicht war es doch nicht Real Zelda, weil das hätte mich jetzt auch gewundert eigentlich. Aber wir kriegen immer eine Kiste. Ist ja auch geil, ne? Eine Königselbade, die nehme ich noch sehr gerne. Hä? Oh, ein Gardeschild, ne? Extrem zerbrechlich, ja. Ich nehme es trotzdem mit. Gardeschild. Ist sonst noch irgendwas hier? Nö, ne? Ich glaube nicht. Ach so, wir haben übrigens unsere falsche... deswegen haben wir auch so wenig Schaden gemacht. Wir haben unsere Rüstung ja gar nicht an. Wo ist meine Rüstung? Da. So.
Okay, hier ist aber nichts mehr zu tun. Wir müssen darüber. Oh ja. Der Bogen ist richtig krass für die Range. Das war der Krog. Ist eine Kiste? Ah, mit dem Bogen, oder? Ein Königschild schon wieder. So, das ist auch noch neu, perfekt. Komm, Link, klettern. Danke. Ich überlege gerade, ob ich nicht die Typen mal ausschalten, also deaktivieren soll, weil das ist echt ein bisschen nervig. Minero weg. Riju bleibt mal, weil sie noch so wenig war. Und Tulin bleibt auch. Weil, das ist mir sonst zu viel rumgeeiert hier. Man sollte auch treffen. So, hier gibt's noch irgendeinen Krog. Ah ja. U2, okay. Ach so, nee. Quatsch. So. So rein. Nein? Ah, okay. So rein. Doch, so rein. So. Und haben wir den dann auch. So. Ich würde mal sagen, dann gehen wir einfach weiter, ne? Da hinten ist der letzte Schrein. Die Waffe ist schon krass. Jupp. Da ist auch noch eine Kiste, hab ich gesehen. Ja, brauchen wir aber nicht. Sorry. Ciao. So, wir müssen hier unten rein. Okay. Warte mal, was ist denn hier? Aha.
Oh, U3 sogar gibt es. Holy shit. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. So, Zertap Mats. Der letzte Schrein, den machen wir auch sofort, weil, ne? Why not? Stützstruktur, okay. Oh, schade. Warum mache ich das nicht genauso wie auf der anderen Seite, ne? So, der letzte Schrein. Das war's. Das letzte Segenslicht. Damit können wir auch das letzte Herz holen, ne? Dies ist das letzte Segenslicht, das dich erfüllen soll. Begib dich nun zum Tempel der Zeit. Dort wirst du etwas Nützliches erhalten. Der beflissene Pilger. Nebenaufgabe. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Tempel der Zeit. Da werden wir doch hingehen. Boah, 984 Kruggies, ey. Ah, oh, es fehlen nicht so viele. 16 Stück. 16 Stück fehlen. Also die Markierung können wir natürlich löschen. Und gehen natürlich aus der Umgebungskarte raus in die Oberfläche zum Tempel der Zeit.
Das machen wir sofort, weil wir haben ja jetzt hier einen Teleport mit dem Schrein. Ich bin mal gespannt, was wir... Wahrscheinlich kriegen wir auch wieder nur so einen Orden. Aber es gehört halt dazu, ne? Wait, warum habe ich jetzt da 6 Symbole an der Seite? Hä? Warum habe ich da 6 Symbole an der Seite? Hä? Habe ich noch irgendwas anderes? Ich habe doch nur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aber in dem Ladescreen waren 6. War das schon immer so? Nee. Das war doch nicht schon immer so. No way. Das war doch nicht schon immer so. Genau, das meine ich mit der Steuerung manchmal. Die Steuerung manchmal, also... Dafür müsste es eigentlich 10 Minuspunkte geben, aber... Ich bin ja gewillt, auch Bonuspunkte zu verteilen. Die Bonuspunkte überwiegen halt die Minuspunkte. Safe. Allein Story und die ganzen Ideen und alles, das überwiegt halt alles. So, jetzt bin ich im Tempel der Zeit. Mission? Sollte ich vielleicht das ausrüsten? Ah, ich muss noch weiter. Ach so. Ja, okay. Ich nutze ja meine Statik hier. Hallo. Und das da. Guck, hä? Ich kann nicht da hochspringen, weil der irgendwie gegen die Wand backt. Manchmal. Ich hätte zwar gerne noch mehr Ausdauer, aber ich muss ein Herz nehmen. Stopp. Herzlein. Flomp. So. Ah, hier ist eine Kiste. Heldengeist aus uralter Zeit. Wenn du den Geist des einstigen Retters von Hyrule in dich aufnimmst, wird dich die Aura des Helden umhüllen und du nimmst sein Aussehen an. Sind wir jetzt raus? Ach, das ist ein Sackschutz, lol. Ey, cool. Wir sind jetzt Linauru. Boah, Alter, wie cool das aussieht. Ich bin Linauru. Link Rauru. Cool. Ja. Nice. Hat zwar nur 12 Schutz, aber... Und das zieht halt komplett unsere gesamten Sachen aus, ne? Aber es zählt zu den 100%, ne? 97,19. Würde ich sagen, zählt dazu. Ich gehe jetzt aber trotzdem wieder auf meinen Damage. So. Gut, damit ist das geklärt. Das heißt, wir können wieder zurück zum Tempel. Zum Schloss. Ich frage mich, ob die Crocs jetzt mittlerweile auch in die 100% zählen. Weil das wäre schon crazy. Das wäre schon crazy, ey. Thank you.
Zerta Mats Schrein. Okay. Von hier aus können wir jetzt nicht so sehr viel weiter, ne? Ich wechsle mal gerade die Ebene. Ja, die sind ganz oben, ne? Kann ich übrigens auch mal hier löschen. Und dann gehen wir auf aufs EG und setzen den nochmal hier hin. Wird der dann trotzdem angezeigt? Ach, die werden trotzdem angezeigt. Okay. Nevermind. Ja, dann müssten wir eigentlich um 3, ey. Das ist... Dahin zu kommen ist erstmal uff. Ich würde erstmal probieren, ins EG noch weiter zu kommen. Also hier noch weitermachen erstmal. Kann man hier überhaupt noch weiter? Ja, kann man. Wir sollten nicht mit diesem geilen Miasma-Prügel in die kämpfen, aber... Kein Krog? Keine Schatzkiste. So. Ah, jetzt ist eine. Da in die Richtung, aber da nicht, ne? Ich würde schon gerne in den Thronsaal, so schnell es geht eigentlich, weil Thronsaal bedeutet immer... Ah, doch, hier ist tatsächlich ein Krog. Okay, wo ist der andere Krog? Ich würde da gerne eigentlich hin. Hey, warum ist da ein Gegner? Oh, hier ist ein Eingang. Oh, ein 3-Eingang. Ein Ast. Na, danke. Jetzt sogar noch weiter runter. Aber hier ist nichts mehr, ne? Nee. Hier ist dann wirklich komplett Ende. Hier geht's auch nirgendwo rauf oder so. Das ist einfach nur Ende. Ja. Hier liegen noch ein paar Pfeile, okay. Aber mehr auch nicht, ne? Ach, der Gardebogen. Wie viel Damage macht er denn? Haben wir nicht schon sogar einen? Ja, 50 mal. Also hier ist nix. Also, das ist einfach leer, dieses Ding hier. Okay. Kann ich mich mit anfreunden? Ist mir egal. Turm hier. Ist ja richtig krank. Zeldas Labor. Zeldas Labor. Gardebogen. Auch ein Enzian. Wie schön. Was findet man hier?
Ein Gardeschwert. Das haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Nehmen wir mal mit. Jupp. Hat man hier noch ein paar Easter Eggs? Nicht wirklich, ne? Ich dachte, man hätte hier vielleicht noch ein Buch oder ein Tagebuch oder sowas. Ganz oben ist auch noch ein Krog. Das war ja der perfekte Shot nach oben. Das war ja super geil. Mega nice. So, das waren die. Also den Teil haben wir quasi erkundet von Zelda. Okay. Das heißt, wir müssen noch hier hin irgendwie. Hier hin. Ja, und dann kommt man automatisch auch hier hin. Aber das sind so die zwei Punkte, wo wir hier hin müssen. Ah, da kommt man auch hier rein. Ja. Ja, okay. Ach, und das ist der Main Entrance von unten quasi. Okay, das heißt, wir müssen hier hin. Damit wir nach da unten kommen. Okay. Ich weiß nicht, wie man... Wie das hier? Okay, das ist einfach auch nur ein Ausgang. Gibt's keinen speziellen Einlass, ne? Nee. Muss man aber irgendeinen Weg muss es ja gehen. Hier. Ah, da. Da. Da kommt man hier runter an die Treppe. Ja. Dann sind die beiden Untergrundbereiche quasi abgedeckt. Wir sind gerade im ganz oberen Bereich, ne? Hier gibt es noch einen Krog. Ich will auch unbedingt nach hier, damit wir hier in diesen Teleporter-Dings setzen können. Hier ist eine Treppe. Geht aber nirgendwo hin, ne? Ne, okay. U2 ist eigentlich nur dafür da, damit man nach U3 kommt, ne? So. Hier waren wir, ne? Das war die Arena, genau. Arena und hier war der Krog. Ja, genau. Da waren wir. So. Wir müssen... Im U2 gibt es da noch einen Krog, okay. Und U1 ist eigentlich fertig, bis auf... Ja, hier. Ich weiß nicht, was das da noch ist. Der mich hinführt. Wahrscheinlich einfach nur nach draußen, um dann nach hier zu kommen. Okay. Dann arbeiten wir uns von oben nach unten quasi. Das ist auch okay. Da oben bin ich eigentlich hin, ja. So, das ist der Eingang nach hier. Okay. Zeldas Gemach. Oh. Alles voll mit Spinnenleben. Alles voll mit Büchern. Kein Geheimwand. Okay. Alles ist kaputt, natürlich. Ah, siehst du, man kommt hier einfach nur nach draußen. Alles klar. Da ist nix. Nein, ihr Bett. Ihr Bett wurde zerstört. Aber es gibt noch 5 Holzweiler. Geil. Da ist nochmal ein Gardebogen, falls man einen braucht. Und der Garde 2 hätten wir auch. Zählt der eigentlich zu 100%? Die Fotos? 39. Wir behalten uns mal den Kopf. 39. Hup.
Ach so. Wenn wir nochmal was fotografieren und es dann hochgeht, dann zählt das ja wirklich zu 100% dazu. Ah, schade, den haben wir leider schon. Aber wir haben dieses Gardemesser noch nicht. Hier. War es, ne? Fotos zählen nicht dazu. Gut. Gut zu wissen. Vielleicht reicht auch ein Bild nicht. Das ist der Thronsaal. Hier mach ich die, hier mach ich den Teleporter. Da gehen wir noch nicht hin. Also haben wir quasi diesen Bereich abgeschlossen. Hier geht's eigentlich nur noch nach da zum Krog. Zumindest glaube ich, dass er hier ist. Was, ein Sonnenschild? Nee, Soldatenschild da. Ah ja, hier ist er. Ich hab einfach nur reingeballert. Und der hat 0,04% gebracht, der Krog. Ja, okay. Da geht's noch theoretisch weiter. Aber dieser Bereich ist dann damit eigentlich abgeschlossen. Also U1 ist damit komplett. Jetzt geht's eigentlich weiter mit U2. Und wir sind gerade genau am Ende. Und ich würde sagen... Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.